Meostars Sternchen, was geht? Willkommen zu einem weiteren Teil Tanky Online. Heute mal wieder auf meinem wunderschönen großen Account unterwegs. Diesmal etwas animalischer, denn ich habe mir die Erlaubnis mal einfach mal so erteilt, einen Tiger zu nehmen als schöne, wunderschöne Raubkatze und einen feuerspeienden Vogel zu nehmen. In Kombination hoffe ich doch mal, dass ich einiges damit reißen kann. Aber auch ein etwas kleineres Geschöpf dieser Erde wird mich heute vertreten. Und zwar ist es die Hornet. Ja, auch so ein kleines Ding dürfte mehr Lob erfahren. Oder so ähnlich. Keine Ahnung. Auf jeden Fall müssen wir hier die Fleck holen. Ich weiß ungefähr, wo sie ist. Und der Typ ist einfach mal umgefallen. Ist schon mal super. Ist schon mal eine gute Voraussetzung, um hier dem Team dienen zu können. Das finde ich sehr schön. Ja, ist wahrscheinlich... Ja, natürlich ist da eine Mine. Na, gefällt es dir, wenn du da eine Mine legst? Oh, gefällt es dir, wenn du noch eine Mine legst? Aber guck mal, mir gefällt es... Oh, alter Falter, du. Es gibt Leute, die sind echt ein bisschen krass unterwegs. Dann legt er einfach mal 3 Minen dort. 3 Minen, als ob irgendwie diese Stelle ihm gehören würde, so als müsste er zeigen, das ist mein Revier. Hör mal, Tiere machen es anders, die pissen einfach dagegen, um das zu markieren, ja, die müssen nicht unbedingt Landminen legen und eventuell damit Leben auslöschen. Aber gut, du bist wahrscheinlich so einer, der sich vom Weihnachtsmann zu Weihnachten eventuell auch sogar eine Atombombe wünscht, um die 3 Spinnen in seinem kleinen Käfig, welches er Zimmer nennt, zu eliminieren. Oder andere Geschöpfe hingegen kaufen sich vielleicht eine Passive Card, indem sie ihre letzten 3 Kühe, die sie noch irgendwo auf dem Bauernhof aufkratzen konnten, die wahrscheinlich sowieso schon am nächsten Tag verreckt werden, da die Euter bis zum Boden hängen und ich keine Ahnung habe, warum ich jetzt so voller Elan rede, aber das ist egal. So, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Genau. Ich bin der Gott. Nein, das sage ich eigentlich nur, wenn ich irgendwas richtig Krasses gerade gemacht habe. Vielleicht kommt ja noch was richtig Krasses, wer weiß. Hallo, Easy da. Wenn ich jetzt um die Fleck erober und wir damit den etwas erweiterten Führungsbeibehalt haben, dann freue ich mich. Das war scheiße. So, das ist mir gerade auch eingefallen und aufgefallen. Ja, vielleicht sollte ich das genauso machen wie der. Ich pinkel erstmal hier gegen, lalala. Danach lege ich hier einfach meine Mine, weil ich ganz genau weiß, dass genau an dieser Stelle gleich jemand fahren wird. Denn man legt ja Minen bekanntlich dahin, wo sie am wenigsten erwartet werden. Also auf diese 2 Häuser. Ich glaube, da sind sie so richtig schön. Aufgepasst. Schaut mal, wenn ich nicht gesagt hätte, dass der da bla bla bla, dann bla 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 und bla bla bla. Habt ihr verstanden? Ach, nein, Freundchen, nein. Hör mal, das ist nicht so cool, was du da machst, aber kein Thema. Ich habe Nachbrennschaden, im Gegensatz zu dir, und ich habe noch einen Isida am Rücken, genauso wie du, aber ist kein Problem, denn die Isida wird sterben. Sie wird brennen. Okay. Danke, wo warst du, wenn ich dich mal wieder gebraucht habe? Woher hat er schon wieder den Full Drug? Wer hat dem Gegner den Full Drug geschenkt? Hallo, der ist in unserer Base und hat einfach mal so einen Full Drug. Warum? Wieso habt ihr überhaupt die Isida da durchgelassen? Warum habt ihr sie da durchgelassen? Hä? Warum habt ihr das gemacht? Warum? Wollt ihr mich unbedingt leiden sehen? Wollt ihr schauen, wie lange ich mit der Fleck hier überleben kann? Ganz alleine. Ich sag das so oft, weil ich nicht alleine sein will. Aber kein Problem. Die dunkle Sakura. Alter, ich hab's schon wieder drauf. Folgendes, die dunkle Sakura Story Teil 2. Da war ich nun also ganz allein im Wald. Das war der 3. Abend oder die 4. Nacht. Der 5. Morgen. Sonnenschein. Sommer. Frühlingshaftes Wetter. Mit Schneesturm. Gefahr. Und Hagel. Damals. Ohne Wolken. Als ein Flugzeug. Ich hab's versaut. Ist ja auch scheißegal. Spoiler, bla bla bla. Die Olle ist gestorben. So. Wie ist überhaupt die Story zu Ende gegangen das letzte Mal? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich war so in Rage und so in Fahrt und habe vor Ideen gerade so gesprudelt, dass ich nicht mehr weiß, wie es ausgegangen ist.
Das habe ich auch damals immer in der Schule versucht. Ich habe gesagt, ja sorry, ich bin nicht so schlecht, aber ich sprudel so vor Ideen und so vor Antworten, dass mir die Antworten leider entfallen. Vielleicht könnt ihr das auch ausprobieren. Vielleicht hilft es, vielleicht denkt man sich so, ja, das hört sich gut an, das ist wahrscheinlich möglich, ja, passt schon. Der ist so schlau, dass er so viele Antworten hat, dass er die Antwort, die er jetzt bräuchte, gar nicht mehr weiß, weil er so viel weiß. Vielleicht solltet ihr das mal ausprobieren. Ich sag ja nicht, dass der Erfolg dadurch garantiert ist, aber wenn man Glück hat, könnte man durchkommen. Mit ganz viel Glück. Mit wirklich viel Glück. Enorm viel Glück. Ich rede nicht von wenig Glück. Sowas wie, nur mit etwas Glück gehören die 500 Euro Ihnen. Nein, ich rede von wirklich viel Glück. Wirklich, wirklich, wirklich viel Glück. Ja, das wäre so mit, wie kann ich das beschreiben? Also, stellt euch vor, ihr habt ein kleines Baby-Einhorn, ja? So, das Baby-Einhorn ist umgeben von Fotografen. Und ihr habt jetzt die Wahl. Ihr könnt, wie jeder andere, dieses Baby-Einhorn streicheln. Nein, nur ansehen. Streicheln ist verboten. Hey, nicht anfassen. So. Aber ihr wollt wahrscheinlich der Held sein oder wenigstens ein bisschen Aufmerksamkeit erregen, ja? Was macht man da? Genau. Nun habt ihr die Wahl. Ich gehe langsam auf dieses Baby-Einhorn zu und hau so richtig auf die Fresse. Ich hau dem Baby-Einhorn so richtig schön aufs Maul. Dann habt ihr wahrscheinlich die Möglichkeit, in die Lokalnachrichten und Zeitungen zu kommen. Oder weltweit für Empörung zu sorgen, weil ihr dem Baby-Einhorn auf die Fresse geschlagen habt. Aber wie glücklich seid ihr dann in dem Moment? Ihr seid die einzige Person weltweit, die es geschafft hat, einem Baby-Einhorn ohne Schuldgefühle so richtig schön auf die Fresse zu geben. Also dieses Gefühl kann man nicht beschreiben. Und ich weiß, wovon ich rede, weil ich es gemacht habe. Na gut, okay, es war jetzt kein Baby-Einhorn, sondern eine Schwangere, aber nicht ein schwangeres Baby-Einhorn. Okay, gut, es war eine schwangere Fliege, meine Fresse! Aber man fühlt sich so cool. Ja? Dann haben die Nachrichten darüber berichtet und sich eine Frage gestellt. Ist dieser Mann noch zurechnungsfähig? Habe ich gesagt, ja. Diese Erwähnung kostet dann 50. Ja, eine weitere Erwähnung kostet dann, staffeln wir das einfach mal, 300. Und, ja, dem Baby-Einhorn, ja, hau ich nochmal auf die Fresse. Das habe ich gesagt. Das habe ich gesagt. Ja, und ehe man sich versieht, ist man auf einmal inmitten im Leben. Ja. Ne? Ist doch so, oder? Ne? Ne? Okay, gut. Ja, tut mir leid, aber okay. Ist okay. Schon okay. Ihr werdet es verstehen. Ihr werdet es verstehen. Irgendwann wird der Tag kommen, an dem ihr ein Baby-Einhorn seht und ihr werdet immer an meine Worte denken. Hau ihm so richtig schön auf die Fresse. Nein, okay, gut. Natürlich ist Gewalt nie eine Lösung. Ja? Wirklich nie. Denn was haben wir gelernt im Laufe der Zeit, was Gewalt gute Frage. Nächste Frage bitte. Auf jeden Fall, was ich damit eigentlich sagen will. Wenn ihr einmal ein Baby-Einhorn sehen solltet, dann haut ihm nicht auf die Fresse, sondern reißt ihm einfach das Einhorn ab. Dann habt ihr wenigstens noch immer ein Andenken an diesen glorreichen Tag. Und ihr könnt Leute vielleicht mit dem Horn aufspießen. Ja? Aber das ist kein Problem, denn der Sage nach passiert Folgendes. Wenn man ein Einhorn oder das Horn von einem Einhorn, also das Horn, ja, das Horn, wenn man das Horn eines Einhorns vertikal gerichtet zur Sonne in den Auspuff eines Panzers genau um Mitternacht und Vollmond bei Sonnenschein und mittlerer Hitze, wenn man das macht, wenn man das richtig schön reinrammt, passiert Folgendes. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt toppen kann, aber
Folgendes soll passieren. Künstliche Pause, damit ich mir was ausdenken kann. Aber das dürft ihr nicht wissen. Der Panzer verwandelt sich in einen Transformer. Beziehungsweise wird ein Transformer. Kämpft auf der guten Seite. Und hört gelegentlich alte Jazzmusik. Das erzählt man sich so draußen auf der Straße, habe ich gehört. Wisst schon, Berliner U-Bahn und so. Das sagt man sich so da. Ja gut, vielleicht bin ich auch einfach nur der verrückte Typ in der U-Bahn. Und alle anderen so normal. Aber das weiß man ja nicht, ne? Nein, echt mal, ohne Scheiß, die verrückteste Begegnung, die ich jemals in der U-Bahn hatte, war mit dem einen komischen Zauberer. Ja. Aber okay, das passiert. Also Leute, keine Macht den Drogen, ne? Das Einzige, was ihr vielleicht zunehmen könntet, wäre, zu euch nehmen könntet, wäre, Liebe. Das ist nochmal eine gute Überleitung. Sollte in dem Sinne, mit Liebe, was übrigens auch eine Farbe ist. Damit haben wir die Verbindung zu Tanky Online hergestellt. Also Leute, immer schön mit Liebe. Ja? Und das Wichtigste. Wenn ihr ein Einhorn sehen solltet, ein Baby-Einhorn, ne? Denkt immer daran, sein Blut ist kostbar. Also verkauft das so für 50, 60 pro 100 Milliliter. Ja. Macht mal, macht da! So Leute, nee, jetzt mal wirklich ohne Scheiße in dem Sinne. Ich weiß nicht, was ich heute wieder gesagt habe, aber Standard. Rinja hauen. Scheiße.